Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Opening. Das neue Team der Woche ist raus, nachdem wir im letzten Bad Rage Quittet sind. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und wir starten direkt. Wir haben ein ziemlich geiles Team der Woche mit Lewandowski und Lukaku? Ja, Lukaku. So, und was bringt uns der Alaba? Alaba. Ich habe 2300 FIFA Points, damit müssten ein paar Packs möglich sein. So, wir schauen mal. Alaba. Wattgeber und Sanja. Das ist gar kein schlechter Anfang. Und Arsene Wenger. Das ist gar kein, überhaupt kein schlechter Anfang. Kloppen wir beide direkt auf die Transferliste. Sowohl Sanja als auch Arsene Wenger. Ligo do Brasil. Ach, das ist dieses geile Freiburg-Trikot. Das ist cool. So, was ist das? Pareja. Nee, kann man abstoßen. Genauso wie Santana. Und die können alle zum Verein. Sehr schön. Sehr schön. Nächstes Goldpack. Ich weiß gar nicht, wie viel 2200 FIFA-Coins dann letztendlich sind an Sets, die wir haben. Wir haben diesmal Falcao und der goldene Ball gibt uns irgendwas aus der russischen Liga. Silberspieler. Kakedo habe ich auch schon unendlich aufgezogen. Maestro Schmelzer, der ist was wert. Sehr schön. Hoffenheim-Trikots. Nein, Hoffenheim-Trikots dulde ich nicht. Ich komme einfach mit solchen Vereinen nicht klar. Ich hasse Hoffenheim wirklich. Sorry, gar nicht. Nicht gebrauchen. Hoffenheim, gar nicht meins. Die Spieler hier werden wieder abgestoßen. Und dann L1, alles zum Verein natürlich. Jetzt haben wir noch glatt 2000 FIFA-Points. Jetzt lasst mich kurz rechnen. Das sind 16 Packs. Ja, 16 Premium Goldset und Goldsets und ein normales Pack. So, Messi bringt uns. Messi. Was war das denn? Jansen mit Doppel-S, der von Vitesse, wenn ich mich. Ja, genau. Kann auch weg. Wieder nur Scheiße. Tatsächlich, wieder nur Scheiße. Fulham-Trikot nehmen wir mal mit und alles speichern. Gleich noch gucken, ich habe noch versucht mit Inform-Spielern zu handeln, wie das so gelaufen ist. Schauen wir gleich einfach mal. El Sharawi gibt uns. Riquelme, der war mal richtig gut. Hat der 5-Star-Skills? Ja, der war mal richtig gut, Riquelme. Juan Riquelme, ja, der war mal wirklich, bei der Weltmeisterschaft war der übertrieben gut. Ebue behalte ich, da ist noch ein Team in Planung und die ein oder anderen haben es vielleicht schon jetzt erraten. Was hat denn? Rodolfo. Okay. Chemie Styles, Chemistry Styles, Sniper und türkische Liga. Jawohl. Mit Ebue, dann weiß jetzt jeder, worum es geht. Jawohl. Da freue ich mich schon drauf. So, und wieder ein Goldpack. Natürlich Premium mit dem komischen Hong Shung Yong Yong, weil er wer das sein soll. Und wen bekommen wir? Kroos. Nice. Carrillo. Liga Portugieser. Wen habe ich? Ich habe auch ihr. Ich speichere den mal. Hand kann weg. Polnische Liga kann auch weg. Etihad Stadium und Kroos. Erstmal auf die Transferliste. Da mache ich vielleicht noch ZM drauf, dann kriege ich ein bisschen mehr. So tradet man, Leute. So tradet man. Und wir nehmen 150 FIFA Points. Und Vidal haben wir. Vidal bringen uns mal was Gutes. Wen haben wir jetzt? Weidfeller. Oh, geil. Da machen wir doch mal einen Preisvergleich. Wie viel der so kostet. Entschuldigung, ich gehe, aber es sieht gerade nicht nach viel aus, was der wert ist.
Doch, 5500 war gerade aktuelles Gebot. Na gut, ich habe ja Adler, von daher können wir bei den Feller wegpacken. Jawohl, dann stelle ich den für 5,5 einfach mal rein. Oder ich bin gütig für 5,4. Gerade hat ja einer 5,3, für Art hat ja einer 5,5 geboten. Dann dürfte der auch weggehen, der kann weg. Insua kann auch weg, genauso wie Basta. Und wieder sowas. Ach, das ist sowas Seltenes, ey. Alles nur Abzocke. 71.000 Coins, 400 FIFA Points, 1.400 FIFA Points. Komischer Typ aus Red Bull Salzburg. Und was gibt der Typ uns? Quist. Ist ja wieder so ein ganz starkes Pack. Oh Gott, ein Ball doppelt. Champ Pedobas, chilenische Liga, super. Oh Gott, Quist als bester im Pack, ey, mein Gott. Naja, wenigstens mangelt es an Verträgen nach dem Pack-Opening jetzt nicht mehr. Ich meine, man kann ja jetzt unendlich in den Verein packen. 715 Objekte, wie wir gerade gesehen haben. Davon sind, glaube ich, 400 Verträge oder so. Also von daher. Messi. Boah, Messi sehen wir schon geil. Gib Messi. Felipe Luis, der dürfte was wert sein. Der dürfte tatsächlich was wert sein. Preisvergleich. Aktuelles Gebot 4,5. Ja, sieht ja gar nicht schlecht aus. Dort sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Mal 4,6 sofort Kauf. So, und dann ab 4 bieten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Die Elfen haben wir weggeballert. Und jetzt sind es noch ein paar Packs. Schnellverkauf. Schnell. Oh, und ich habe schon wieder diesen Ball da hinten gezogen, ne? So, in Verein. Ja, den stoßen wir ab. So, dann haben wir noch ein Goldpack, ein Premium Gold Set. So, im letzten Pack Lewandowski wäre schon ganz geil. Vidal gibt uns, Goldener Ball gibt uns, Ultimate Team EA gibt uns, Wellback. Ja, dürfte jetzt nicht so viel wert sein. 1000 Münzen, sehr schön. Nehmen wir mit. Einer von Schachtrabronatz. Kommt nochmal weg. Genauso wie Ruben. Und Pila kann auch weg. Dann müssten wir nach dem Pack-Opening auch definitiv auf die 100.000 kommen. Wenn ich mich nicht täusche, Preisvergleich, was ist der wert? 2.000 vielleicht? Würde ich jetzt mal so einschätzen. 2,7 wird hier geboten. Ja, ist doch ganz solide, was wir hier ziehen. Ist nichts Besonderes, aber ab und zu ist da mal so einer für 4, 5.000 drin. Oder in dem Fall jetzt für 2,5 ungefähr. Ja, passt doch. Hab Schlimmeres erwartet, aber eine Modifikation. RA zu RS, ja, super. Brauch keine Sau. So, Goldset. Mit Messi. Komm, überspringen. Wen kriegen wir? Borja Valero und Pastore. Und St. James Park. Und Trash. Pastore hatte ich gerade schon mal irgendwann gezogen. Borja Valero weiß nicht, ob da was wert ist. Ich glaube ein bisschen. War nicht viel. Kann ich für 1000 oder so, glaube ich, reinstellen. Das mache ich dann jetzt auch eben, wenn es laden würde. Ja, komm, 900. Und Pastore kann man. Ach Gott, was mache ich denn? Doch nicht in die aktive Mannschaft. Schnellverkauf. Das gleiche bei Pastore. Und Chemie Steel Artist. Okay. Aber erstmal alles in Verein. Und wir können noch. Fünf Packs auch haben? Ja, fünf Packs. Oder? Ich glaube ja, keine Ahnung. So, ja, Entschuldigung. Wir ziehen den mit 91 Pace, den können wir auch schon. Der geht auch für unendlich viel, und zwar, ich glaube, 800 Coins weg.
Gut. Kann nichts. Sua Cao kann auch nichts. Den Rest nehmen wir wieder mit. Ey, dass solche Scheiß-Trainer selten sind, ey, das regt mich so auf. Das ist scheiße, ist das. So, wir haben noch 4 Packs, glaube ich. Oder? Wie viel war das? Oh, ein Goldset, ist das schön. Und ein, oh, ein Trainer-Doppel, das ist aber schade. So, das lösen wir ein. Und wieder nur Müll. Ach Gott. Das langweilt mich aber gerade ein bisschen. Wir ziehen ja echt gar nichts. Eieiei. So, 3 Packs noch. Und dann können wir noch ein Silber ziehen. Alaba gibt uns wieder irgendwas doppelt. Contrao. Den biete ich mal an. Transferstapel ist auch fast voll. Granada kann weg. Ramirez. Immer schön das R betonen. Kann auch weg. Chemiestil Basis kann ich mal anbieten. Der geht immer für ein bisschen was weg. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Vorletztes Pack mit El Sharawi. Ich gucke nicht hin. Das letzte Mal ich Nose Pack und nicht hingucken. So. Ist vorbei. Robert Hut. Eieiei. Irgendwas doppelt. Hunter, nee. Toro Sodides. Ach, super. Aber mit 50 Pace ist der eh nichts wert. Kann auch weg, super. Scheiße ist er doch. Scheiße. Letztes Goldpack kommt mit den Nose. Und Augen zu. Und Augen zu. Hausen. Boah, krass. Ein seltenen Vertrag, ein seltenes Fitness und ein Hamburg Auswärtstrikot. Wow, und Flamini. Mein Gott, crank shit. Was ein Scheißbecke. Angeführt von 2 Franzosen. Das ist natürlich klar. Ne, Salvio, der ist 800 Coins wert. So, dann ist auch unser Tauschstapel direkt voll. Sehr schön. Ein völlig erfolgreiches Pack-Opening. Wow. 12 Minuten nur Scheiße gezogen. Aber wir können ja noch ein Silberset ziehen. Oh mein Gott. I'm so excited, bitches. Oh, kein neues Pack, aber ich mach die Augen zu. Oh, es gibt bestimmt Maicon Leite in Man of the Match. Oh, jetzt habe ich doch aufgemacht. Oh, da ist der Ball Silber. Oh, wen gibt's? Wer war das? Oha, aus dem Silberset. Ja, möchte ich betonen. 500 Münzen. Ist aber sonst nichts Besonderes dabei. Ja, komm, alles zum Verein. Ach, ein Ball doppelt, lange nicht gehabt. Ja, Leute, mit 87.000 beenden wir dann das Pack Opening. Ich gucke nochmal auf der Transferliste, die ja jetzt gerade voll geworden ist. Ach, wir haben ja noch. Ach! Wir haben immer noch ein Goldset. Wir haben immer noch ein Goldset. Jawohl. Ach, ich gucke jetzt hin, ist scheißegal. Wen gibt es in einem Geschenk-Goldset? Zapata. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Ach, können wir jetzt nicht auf. Oh, der Stocker, der ist auch gut. Oh ja, komm, erstmal alles in den Verein. Weil die Tauschliste ja eh voll ist. So. Ach Gott, ich bin aber auch müde heute. FIFA unterhält mich zu wenig. Die Packs sind einfach zu schlecht. Ich protestiere. So, Transferliste. Können wir auch nochmal vorbeigucken. Und gerade gesehen hatten wir 9 im Angebot. Mal schauen, was jetzt hier Konkretes draufsteht. Boya Valero los, Felipe Luis los, Weidenfeller los, sehr schön. Die sind jetzt noch von einem älteren Pack-Opening.
Ah, habe ich Lukaku gezogen. Sehr schön. Sanja ist noch drauf. Ja, genau. Die beiden Thiago Neves, Sess versuche ich noch wegzukriegen. Aber einmal noch Groß. Kann ich aber auch verticken. Ja gut, dann sollte ich ein bisschen was kriegen. Dann sollten wir gleich auf 110.000 sein. Ich könnte jetzt mal gucken, was so ein Lewandowski kostet. Das würde mich mal interessieren. Lewandowski. Boah, krass. Ordentlich was wert. Alter, der normale, ich muss euch gleich mal zeigen, ich habe meinen normalen für 47k gekauft. Also ein bisschen krank. Ne, Inform gibt's hier noch nicht. Ich muss euch das jetzt zeigen. Er ist so stolz drauf gewesen. 47k für Lewandowski. War absolut geil. Moment, das war Groß. 57k. Und jetzt geht er für 110 weg. Richtig geil, aber ich behalte ihn natürlich. Ich habe mir den 2-3 Mal geholt, mit dem habe ich ein bisschen getradet, aber jetzt so behalte ich den natürlich, weil der extrem geil ist. Gündogan auch für... Ne, das ist Schweinsteiger, habe ich gerade gekauft. Gündogan für 34. Auch nice. Ja, als nächstes gucke ich in dem Team mal nach einem Alaba normal oder vielleicht auch nach einem Lahm. Ich schaue einfach mal gucken. Ansonsten ist nichts Konkretes in Planung und ich sag erstmal ciao Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt's natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TGBTV-Team.